Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Tilly, dein Frühstück ist fertig. Komm, mein kleiner Spatz. Ach, Mann. Mami, stell mich doch nicht so vor den Bauern bloß. Die lachen alle über mich. Ach, Quatsch. Die sind nur neidisch, dass ich dir dein Frühstück mache und ihnen nicht. Jetzt tritt die Schuhe ab und setz dich an den Tisch. Aber Mami, ich habe aber gar keinen Hunger. Ach Schatz, du weißt doch, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit ist. Ich will aber nicht. Wieso? Schmecken dir plötzlich meine selbstgemachten Fleischschwanzen-Frühstücksflakes nicht mehr? Naja. Soll ich noch mehr von der männlichen Mullerat-Milch dazu tun? Bitte nicht. Na schön, ich erzähl dir mal eine Geschichte. Oh ja, eine Geschichte. Es ist die Geschichte vom Suppenkasper. Der Suppenkasper? Wer ist das? Der Kasper, der war kerngesund. Ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Warum wollte er die Suppe nicht essen? Quatsch mir nicht dazwischen. Okay. Am nächsten Tag ja sieh nur her. Da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein. Ich esse meine Suppe nicht. Nein. Meine Suppe esse ich nicht. Am dritten Tag, oh weh und ach, wieder Kaspar dünn und schwach. Doch als die Suppe kam herein, gleich wieder fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe. Nein. Ich esse meine Suppe nicht. Nein. Meine Suppe esse ich nicht. Am vierten Tage endlich gar. Der Kaspar wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am fünften Tage tot. Oh. So, und jetzt isst gefälligst, was auf den Tisch kommt. Klar? Okay. Was für ein Waschlappen. Warum sagt sie sowas? Ich höre doch, was sie sagt. Ich hätte viel lieber eine Geschichte vom Nahkampf Armbrustmann gehört. Boah, stinkt das. Oh, bin ein bisschen weit gesprungen. Hi, Leute. Gut, dass ihr noch zuschaut. Was? Ich soll näher an die Kamera? Na klaro. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, es wird bald viele neue coole Videos geben. Vielleicht mit unserem Helden. Vielleicht mit mir. Also, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr sehen möchtet, dann klickt doch gern auf Gefällt mir und abonniert den Kanal. Das würde mich und den Evil Seven sehr freuen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die anderen lustigen Videos anschauen. Die sind hier bestimmt irgendwo eingeblendet. So, ich muss los. Haut rein.